Kaiserwetter bei der Kaiservisite heute Nachmittag auf der Baustelle Leipziger Zentralstadion. Franz Beckenbauer zeigte sich von dem Projekt auf historischem Boden schwer beeindruckt. Die Idee ist ja gut, das Neue in das Alte einzubauen. Du brauchst keinen zusätzlichen Platz. Mittendrin stand nur dabei der Leipziger WM-Botschafter. Einer, der hier Fußballgeschichte geschrieben hat, René Müller. Der Torhüter führte Lok Leipzig vor gut 15 Jahren ins Europacup-Finale, unvergessen der Elfmeter-Krimi gegen Bordeaux. Früher wäre der René Müller niemand für den diplomatischen Dienst gewesen. Jetzt bist du der Botschafter. Ja, man muss halt im Leben dazulernen. Ja. Inwiefern ich mich auf diplomatischen Bühnen noch bewähren werde, das wird man sehen. Ich werde immer bestimmt eckig und kantig bleiben, aber das hat ja jetzt nichts mit Fußball an sich jetzt so zu tun, sondern erstmal darum, dass ein Turnier verkauft wird, positiv verkauft wird. Dafür ist Sachsen aufgerufen und dann kommen die Spiele, dann geht es um die Sache und dort muss man eckig und kantig bleiben. Bis zur WM 2006 kann sich Müller ja noch einiges vom Chefbotschafter abgucken. Des Kaisers größte Stärke, Fachgespräche auf diplomatischem Parkett. Wie viel gehen da rein? 45. Sitz. Eine Frage war bisher ungeklärt. Wer soll hier spielen? Denn beide Leipziger Vereine kicken nur in der Fußball-Oberliga. Ich sollte darüber auch nicht hämisch lachen. Ich bin ja auch nur in der vierten Liga mit meinem VfC-Plan momentan und demzufolge muss man zusehen, dass insgesamt in Sachsen wieder Fußball entsteht, der in die erste Liga kommt. Da ist die Wirtschaft gefragt. Das sind drei Säulen insgesamt immer wieder gefragt. Wirtschaft, Politik und Sport gemeinsam. Und da ist der Franz ja genau der Richtige, der darüber erzählen kann. Denn dieser Verein, wo er groß geworden ist, hat das ja über Jahrzehnte lang hervorragend bewiesen, wie das geht. Wie der Sachsenspiegel heute erfuhr, sollen beide Leipziger Vertretungen ab Mitte nächsten Jahres, wenn das neue Zentralstadion fertig ist, ihre Punktspiele hier austragen. Mit der Einschränkung, das Fassungsvermögen wird der jeweiligen Spielklasse angepasst. Der Oberrang bleibt einfach geschlossen.